Schönen guten Abend an unserer Emission Goal. Heute gucken wir zurück auf den 25. Spieltag und natürlich auf den absoluten Spitzenmatch zwischen dem Tabellenleader Hesper und dem zweiten Diedeling. Und der Showdown zwischen den zwei besten Equipen vom Championat hat gehalten, was er versprochen hat. Verrückt. Ein spannender Match, an dem bis zur 73. Minute Diedeling wieder Gewinner ausgesehen hat. Mit Hesper hat nach ihm mal zurückgeschlagen und das mit voller Wucht. Da war noch mehr mit Match von der Saison. Datei war mit 4-3 durch den Dominik Stolz Decision an einer Party, die der Wertung von einem Spitzenmatch wirklich erfüllt wird. Auch die Kulis um Hollespiersch wird gestimmt, etwas, was der letzter Zeit bei seinem Terrain vermisst wird. An den unparteiischen Lars R., dem mit seinen Assistenten beim Austausch von den erbitterten modernen Ländern aus Deutschland kommen, hat seinen Job auch gut gemacht. An die heute positive Statistik von diesem Match beweist, dass Spektatoren ein richtigen Fußballspektakel geboten haben. À la fin, valoriser le football luxembourgeois, valoriser les gens qui sont venus aujourd'hui, valoriser la qualité de jeu qu'on a eu aujourd'hui ici, valoriser surtout mes gars, mes hommes qui ont tout donné, qui sont effectivement des monstres. Die erste Viertelstunde stand ganz am Zeichen von der Lokalequipe, die für die meisten Gefahr für ungegnerische Goal gesorgt hat. Nur 12 Minuten sollte Hesper dann noch schon auf Führung gehen. Bei einem Corner vom Stolz können dann die gleich zwischen den paar Defenseuren in den Ball für den ersten Goal an dieser Partie zu markieren. Dann sind die Diedlinger recht erwischt und haben gleich ein paar Mal an den Nähe gekontert. Hier hat sie Nani de Prompe geschossen. Ein bisschen spät hat die Selvesten einen Schuss aus 20 Meter knapp drüber gesetzt. Und nach 25 Minuten hat den Uassiero die beste Gelegenheit, für zum Ausgleich zu kommen. Mit dem konnte Hesper-Keeper Dupier mit einer exzellenten Parade verhindern. Und so ist es weitergegangen. Bei einem perfekten Service von Sinani auf den Hadji wird dem letztgenannten Seichoss nicht kadriert. Demselbsten Diedlinger Duo als kurz durch noch dasselbe Missgeschick passiert und der Ausgleich wird gestern wie bis zu dem Zeitpunkt schon bald mehr wie verdient gewesen. Und das hat durch den Diedlinger Trainer gedurcht. Kurz vor der Pause sollten seine Spieler hin den Dach beruhigen. In einer flotten Kombination, als ein Flank vom Decker beim zweiten Porto gelandet und da hat der Bojic den Ball bei seiner zweiten Berührung Lanschen Dupier zum 1-1 an der Filet gesetzt. Der Swift hat bis zur Pause aber auch noch eine Occasion für ihren Viersprung auszubauen. Mit der Joubert kommt er in extremis Führungsstolz retten. Voilà, on voit deux belles équipes qui s'affrontent. Ça donne un peu de spectacle, il fait beau, il y a du public. Voilà, on voit que c'est deux équipes du même niveau qui s'affrontent, c'est juste là, juste sur les détails. On va essayer de corriger cette petite erreur qu'on a fait en première mi-temps pour essayer de gagner le match en deuxième. Und das hat den Avignon 90 probiert. Eine Warnung für den Swift geht schon noch knapp 5 Minuten, wie der Prompe nur einer Flank ganz knapp für Sinani a Corner gerettet wird. Am direkten Gegenzug hat ihm nicht viel gefehlt, für das ein Hesper-Stürmer Duo Philipp Stolz bald zugeschlagen hat. Und an dem Tempo ist es weitergegangen. Just eine Minute später haben die Gäste noch eine weitere Gelegenheit den Spieß umgedreht, wie der Scandeo, wie nur einem Kafouillage für um Hesper Goal, seine Kipp mit 2-1 auf Führung geschossen. Wie dann an der 60. Minute noch einen langen Pass vom Hadji an den Strafraum, kein von den Hesper Defenseuren sich für den Freire verantwortlich gefühlt hat, kommt dieser frei zum Schuss an der Stunde 3-1 zugunsten für den Avignon 90. Après le 3-1, vous y avez encore cru? Ah bah oui, parce que voilà, on est des compétiteurs. On sait que tout peut arriver dans le football. Je savais que j'avais encore des cartouches avec le noyau que j'ai. Eddy Bellameri, c'en est une. Mais il ne faut pas oublier la rentrée d'Olivier Marquez qui a été rayonnant dans le milieu de terrain, qui a restabilisé tout le milieu. Et après, on a réussi à faire des différences où, à chaque vague, on se crée pratiquement une occasion. Pendant 8 minutes, nous avons fait un complet revirement. Parce que le clic est un corner que Philippe a direct verwandelt. De Joubert a ce ball vraiment unterschätzt. Und die geht um die Zweifel auf Sinka. On arrête de jouer à 3-1, on les laisse venir et ils prennent confiance. Voilà, et voilà, ils ont réussi à revenir et voilà, je les félicite pour en tout cas leur saison parce qu'elle est exceptionnelle, la nôtre aussi. Mais voilà, quand on veut être champion, il faut savoir gagner les matchs comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas eu les épaules pour tenir un match de haute qualité jusqu'au bout. Den angewieselten Bellameri wird 3 Minuten mehr spät mit einer von seinen Spezialitäten. Und zwar ein Schuss aus halb vierter Position, den 3-3 Ausgleich macht. Ich sehe, dass Clément il est dans l'axe. Ich fais toujours l'appel dans la profondeur. Il a réussi à me la mettre en profondeur. Et je vois l'espace, je tire. Et puis voilà.
c'est à l'instinct, ça vient comme ça. C'est ta spécialité, les tirs comme ça? Ouais, tirs croisés à l'extérieur, j'aime bien. Het tweede moment kreeg juist 3 minuten gedauwd. En toen had het dat onmiddellijk naar meelijk gemaakt. Maar 4-3, die we juist aan de moefang gezien hebben. Also, de Champions-titel am Hannercup. Ik stond naar 2 victoren. Ik schwijg naar 2 victoren, dan moet man niet slecht zijn. Ze zijn naar 5 matchen, voor niet egal wat, man. We hebben een grote schot gemaakt, maar we hebben het niet gemaakt. Het is wel geen moment te willen dat die heute 4 vrede op de titel aan de laatste 5 matchen nog afvroeg gestart wordt.